Herzlich willkommen zu einem neuen Kager-Video von uns. Heute ist die Sinette mit ihrem mega geilen E36. Ich habe endlich jemanden gefunden, der sein E36 vorstellen möchte. Nachher machen wir auch noch was richtig Cooles. Wir haben nämlich meinen auch noch mit und wir haben schon mal die beiden Farben nebeneinander gestellt. Hammergeil. Ja. Ja, Sinette, erzählst du uns erstmal kurz was zu dir? Was machst du so beruflich? Darf ich das fragen? Ja, das dürft ihr fragen. Also ich bin die Sinette, ich bin 28 Jahre alt und arbeite derzeit im Globus Baumarkt. Und was hast du vorher gemacht? Du hast Vorher habe ich Fahrzeugtechnik studiert und als Beruf habe ich Lackierin und Karosseriebauerin gelernt. Mega quasi. Geil, oder? Hättest du gleich mein Auto machen können? Ja. Den haben wir nämlich auch komplett lackieren lassen. Ja. Schauen wir uns am besten gleich mal den wunderschönen E36 an. Darf ich erst mal fragen, wie bist du überhaupt auf den E36 gekommen? Wie war deine Geschichte dazu so? Also damals hatte ich einen kleinen Unfall gehabt mit meinem anderen Auto und dann hatte ich ein anderes Auto gebraucht und dann, da mein Freund auch viel mit E36 macht, dann haben wir zusammen dann ein Auto gesucht und dann wollte ich unbedingt eine spezielle Farbe haben. Mhm. Und da habe ich mich für lila Metallic entschieden. Es ist auf jeden Fall eine richtig krasse Farbe. Jetzt kommt nur noch so ein bisschen die Sonne. Ich glaube, wie sieht es auf der Kamera aus? Geil. Hammergeil. Kannst du uns ein bisschen ein paar Details erstmal nur zum Auto sagen? Was ist es für einer? Also es ist ein 320i Motor drin. Gekauft habe ich ihn ohne M-Paket. Er hatte nur die Spiegelabwerk und die Felgenabwerk. Das ist krass, oder? M-Spiegel ab Werk, aber kein M-Paket. Das ist auch krass. Das war dann so die Individualausstattung. Richtig. Die Farbe ist, heißt Lila Metallic und die Farbe ist auf jeden Fall das, was dir so sofort ins Auge sticht. Also die Farbe ist Serie, ihr habt es nicht nachlackiert, sondern... Nee. Und es ist keine Folie. Weil ja, das auch wieder Farbe. Nee, E6, die BMW-Leute, die haben sich damals gedacht, ach komm, wir machen ein paar geile Farben. Ja. Und... Es ist einfach die Farbe, die knallt richtig. Was ist das für ein Baujahr? Baujahr 94, Vor-Facelift-Modell. Mhm. Ich habe das Auto jetzt seit 2016. Mhm. Genau. Oh, vor allen Dingen, ihr müsst euch dann unbedingt mal die Innenausstattung anschauen. Wollen wir uns gleich mal die Innenausstattung anschauen, weil die so geil ist? Gucken wir uns gleich an. Kommt mal her. Schaut euch mal bitte diese geilen Sitze an. Die waren auch schon drin? Die waren, genau, die waren drin. Nur die Mittelarmlehne war nicht drin, das Lenkrad nicht, Tacho nicht. Vor allem geil auch Schaltsack und Bremse. Schaut euch das mal an, wie geil die das damals gemacht haben. Ich glaube, wir hatten auch mal einen gesehen. Kannst du dich da noch daran erinnern, als wir auf dem Treffen waren, der komplett so türkis innen drin war? Wo du gesagt hast, das ist so richtig 90er, da war komplett alles türkis. Und die Fußmatten habt ihr euch ja auch angeschaut. Das sind auch die ersten. Mega, oder? Die passenden Zuhälterfußmatten auch dazu. Die Türpappen, ja. Waren die auch schon? Nee, die habe ich nachgerüstet. Kommt mal her. Erweitertes Lederpaket. Okay, geil. Das Lenkrad habe ich auch mit drei verschiedenen Lila-Nähten bestückt. Gucken wir uns gleich mal an. Ich hätte ja auch diese M-Farben nehmen können, aber ich wollte, dass es zu der Ausstattung passt. Gleich mal schauen. Das passt auf jeden Fall richtig gut. Ich finde, ich bin immer noch so begeistert von dem Lack. Der sieht richtig, richtig geil aus. Dankeschön. Vor allen Dingen auch ohne Schiebedach. Ja. Wie mein Baby. Also ich versuche halt immer, dass das Auto so weit wie möglich original ist. Mhm. Aber ich versuche halt immer viel Individualteile zu bestellen. Ja, ne? Gerade wie... Genau. Diese hier zum Beispiel oder wie das kleine Netz, das Fußnetz nebendran, das BMW-Tuch, die Taschenlampe, Getränkehalter. Also du bleibst dann auch lieber bei den Originalteilen richtig, und richtig. Nicht so, ja keine Ahnung, manche basteln sich da ja immer mal ein bisschen was hin. Bei E36 haben wir schon viele Sachen gesehen, wo wir uns dachten, okay. Ja. Wie sieht es denn bei dir so rosttechnisch aus? Also der E36 rostet ja mal gerne. Ja, also meiner hatte auch natürlich Rost. Und zwar in den Wagenheberaufnahmen habe ich alles wegmachen lassen. Ansonsten Kotflügel waren, der war auch mal, also da hatte der Vorbesitzer probiert, was zu lackieren, war nicht so. Dann habe ich den jetzt auch ausgetauscht. Gut, die Motorhaube habe ich jetzt eine neue, aber ansonsten rostmäßig ging es dann eigentlich noch. Aus wie vieler Hand ist der Wagen jetzt? Aus der ersten Hand. Und das Vorbesitzer war ein älterer Mann und dann habe ich es ihm abgekauft. Das ist geil. Das ist richtig gut. Hat jetzt 145.000 Kilometer und dafür schaut er echt nur, also richtig top aus. Meiner hat ja 270 schon drauf, der knackt jetzt bald die 300.000.
Was ich jetzt, langlebig. Ja, aber was ich jetzt gerade sehe, du hast dein Auto ja in Frankreich angemeldet. Richtig. Wie ist denn das da so mit TÜV? Ja, also TÜV. TÜV. Ja, ist ja immer so eine Sache. Also ich fahre so zum TÜV, wie er jetzt so steht. Ich bekomme auch TÜV, aber eintragen leider kann ich nichts. Das ist schwierig bei uns. Okay, also ja, ähnlich wie in Deutschland. Genau, genau. Und zwar, also lackmäßig an der Haube ging der ganze Klarlack ab, auch an der Heckklappe. Und da habe ich gesagt, gut, wegen Farbunterschied, dann lackieren wir ihn lieber komplett. Mhm. Und da habe ich halt alles auch mit meinem Freund natürlich zusammen alles abgeschraubt, abgeschliffen. Also du machst immer fleißig mit. Genau, ich mache immer fleißig mit. Ich will nicht, dass es nur sein Verdienst ist, sondern auch mein Verdienst, weil es ja auch mein Auto ist. Ja. So, und ansonsten habe ich jetzt unten drunter habe ich alles neu gemacht. Die Koppelstange, das Fahrwerk neu, PU-Boxen rein. Was habt ihr für Fahrwerk? Ich habe AP-Gewindefahrwerk drin. Ich darf es jetzt nicht sagen, ich habe noch Restgewinde. Ja, aber ich muss leider so fahren, ja, wegen Straßenbedingungen, hä? Würde ich jetzt mal sagen. Habt ihr die Kanten bei dir drin umgelegt? Ja, oder? Also die Kanten sind jetzt umgelegt. Wenn du willst, kannst du mal reinfassen. Mhm. Max, Profi, E36. Ja, sehr schön. Alles wieder verkittet. Ja, Spurplatten habe ich auch welche dran. Hinten sind 20er. Das sind schon ordentlich. Und vorne sind 10er. Was fährst du jetzt für Maße von Felgen? 17 Zoll? Genau, es sind 17 Zoller. Und weißt du, die Breite von den Felgen sind 7,5 oder? 7,5, komplett rundum. Ah, okay. Ich habe PTC nachgerüstet. Mhm. Schauen wir auf eine Reinigungsanlage. Mhm, haben wir auch. Ja. Was für ein Radsatz ist der? Der kommt ja eigentlich von dem Sondermodell, glaube ich, ne? Ist ja Clubsportradsatz eigentlich. Genau, ne? Richtig. Ja. Achso, die Felgen meinst du? Ja. Ja. Ja, das ist ein RC041. Genau, die sind vom BBS Clubsport, sagt man meistens so. Genau. Finde ich, passen echt sehr gut zum Auto. Ja. Sind auch noch die ersten. Sieht richtig, richtig schick aus, aber ich bin sowieso, die Farbe, die ist geil. Wir können ja gleich nochmal vorgehen und die Scheinwerferreinigungsanlage anschauen. Ist die angeschlossen? Nein. Ja, jetzt ist wie bei uns. Wir haben unsere einfach nur reingeklebt. Optik sieht halt schön aus. Ja, guck mal, was gucken wir uns jetzt noch an? Ihr macht heute mal die Haube auf, oder? Ja, das haben wir noch gar nicht gemacht. Das kann ich auch machen. Vielleicht ist ja nur ein 318er drin. Nein, das ist 6-Zylinder. Ja, die Motorsportabdeckung habe ich jetzt noch neu dazu gekauft, wie der M-Motor Öldeckel. Das ist von dem großen Scheinwerferreinigungsanlage. Kabelbaum ist alles schon gelegt, müsste nur noch angeschlossen werden. Die Domstrebe, ist die original drin? Nee, die habe ich nachgekauft, auch nachgerüstet. Ja, auch nochmal. BMW Sonderlack, mega geil. Ansonsten technikmäßig habe ich jetzt noch nicht so viel dran gemacht. So, hier kommen. Wie bei meinem, haben wir auch. Ja, ich habe es lackieren gelassen, weil ich fand das jetzt irgendwie schöner und ich wollte den Teppich nicht mehr reinmachen. Ja, genau. Ja. Motortechnisch habt ihr alles so original gelassen? Richtig, also der ist noch Serie, da habe ich auch nichts dran verändert. Genau. Außer frisches Öl? Ja, das habe ich natürlich gemacht, Zündkerzen neu, alles neu. Das habe ich alles soweit gemacht, das stimmt. Ich habe ja bei Instagram den Leuten noch die Möglichkeit gegeben, dass wenn sie Fragen zu dir haben, dass sie die stellen können. Und die würde ich gleich mal holen. Ein Augenblick. Möchtest du gerne am Auto noch was verändern? Ja, und zwar möchte ich noch M3-Sitze reinmachen und eventuell meine Felgen auf dreiteilig umbauen. Mhm. Ob sie selber schraubt oder ob sie die Umbauten machen lässt? Also ich versuche immer alles teils. Ich helfe immer zwar mit meinem Freund, aber ich kann auch nicht alles alleine deswegen. Aber ich mache vieles selbst. Mithelfen ist schon genau viel wert. Ja. Wie viele Autos hast du? Nur eins. Was für ein komisches Kennzeichen. Ja, das ist, weil ich in Frankreich wohne. Wo genau wohnst du in Frankreich? Richtung Bousonville. Das ist sehr weit, also an der Nähe vom Saarland, Grenze Saarlouis. Und du sprichst auch fließend Französisch? Genau, genau. Soll der Motor, der jetzt drinne ist, drinne bleiben? Ja. Weil ich möchte schon, dass es original bleibt, also auch der Serienmotor. Ja, genau. Also nicht so wie bei uns, wir überlegen, ob wir was Größeres reinbasteln, aber... Außer wenn er jetzt wirklich in die Luft gehen würde, dann eventuell schon, aber sonst behalte ich ihn nochmal. Aber es ist ja bei euch bestimmt dann mit den Motor umbauen. Ja, genau, das ist immer dann immer fraglich, wie ich das dann machen. Deswegen bin ich schon mal gespannt. Was macht den E36 so besonders für dich? Allein schon die Farbe.
bin ich ehrlich. Ja, die Farbe, die ist schon, auch schon, wo du angefahren kamst, als das Auto dann so auf dem Hof stand, das ja. ist einfach so, ja, heutzutage gibt es ja nicht mehr so viele. Nee, das stimmt. Also in Saarlouis bin ich die Einzige mit der Farbe. Ja, jetzt kommen bei BMW langsam wieder so ja, ausgefallene Farben, habe ich gesehen. Auch gerade auf dem neuen M5 in der BMW-Welt, da kommen wieder richtig coole Farben. Welche Probleme hatte der E36 schon? Gab es da mal irgendwas? Also, eigentlich nicht, dass ich wüsste. Technisch-mäßig ging eigentlich alles soweit recht gut. Und eigentlich habe ich keine Probleme E36 gehabt. E36 ja. macht eigentlich... Nein. Wenn man nicht irgendwas Blödes macht wie der Max, macht er eigentlich nie Probleme. Die laufen, die Motoren. Das stimmt. Wann hat deine Liebe zu Autos begonnen? Eigentlich schon, seit ich klein bin. Weil mein Vater, der hat 3 Oldtimers. Mhm. Und zwar Simcas. Und da habe ich früher schon immer gerne geholfen, in der Garage, am Schrauben, mit den Autos. Ja, und deswegen. Aber zu BMW bin ich erst gekommen mit meinem Freund. Der hatte ich dann so. Richtig. BMW. Und jetzt ist die Liebe da. Genau. Also, das war's mit unseren Fragen, unseren Instagram-Fragen. Würde ich sagen, steigen wir erstmal wieder aus. Gibt's noch irgendwas, was du am Auto dann noch gerne machen möchtest? Weil ich hatte vorhin mal da was vom Spoiler gehört. Ja, genau. Also, ich habe noch einen dreiteiligen AC-Schnitzer-Spoiler. Den habe ich jetzt auch schon lackieren gelassen, nur weil ich eine neue Heckklappe habe, muss ich noch etwas warten mit dem Draufkleben. Mhm. Aber der kommt auf jeden Fall noch drauf. Und ansonsten, was ich noch alles gemacht habe an dem Auto, alles was Dichtungen ist, Plastikverkleidungen, hier diese Türdichtungen neben, also diese hier zum Beispiel, diese komplette Dichtung. Ich habe eigentlich soweit auch an diese Seitenleisten mit dem BMW Individual Emblem habe ich alles neu bestellt, alles neu machen lassen. Habt ihr neue Scheiben auch gleich reingemacht? Oder nee, das sind noch die ersten. Hm? Aber zum Beispiel diese Schweller-Gummis, die habe ich auch neu gemacht. Ja. Und die kosten jetzt mittlerweile viel Geld bei BMW. Hattet ihr auch so Probleme mit den Schwellern beim Reinklippen? Ja, oder? Ja. Ja, kam wahrscheinlich auch gleich wieder raus. Ja. Die reißen ja meistens immer hier an der Kante. Mhm. Genau, aber es ging eigentlich noch. E36 ist einfach ein schönes Auto. Mhm. Ich finde. Auspuff habe ich jetzt einer von Supersprint. Oh. Nee, Supersport. Supersport, tut mir leid. Supersport, genau. Der Diffusor ist auch neu. Und ja, PDC stimmt. Genau, und PDC. Ja. Ach, die Farbe. Und vorher hatte er orangene Rückleuchten. Ja. Da habe ich das aber weiße gemacht. Das fand ich irgendwie schöner. Mhm. Ja, aber ich finde, die passen auch richtig gut dazu. Sieht schick aus. Ist auf jeden Fall ein mega stimmiges Konzept ja. zum Auto. Und Rollo, war das schon drin? Nee, das habe ich auch nachgerüstet. Und worüber ich auch sehr stolz bin, ist meine kleine Taschenlampe. Funktioniert die auch? Nein. Die habe ich jetzt ganz neu bei eBay bekommen. Ja. War bei deinem die Mittelarmlehne schon drin? Nee, die ist auch sogar aus Nappa-Leder. Ui. Ja. Sieht gut aus, ne? Ja. Und der Getränkehalter ist auch neu. Mein kleines Tuch, mein Netz. Ja. Auch von BMW? Genau, auch alles bei alles BMW. Alles nur von BMW. Ich habe, ich glaube, so einen großen Stapel Rechnungen bei der von der BMW. Wirklich alles nur original. Genau, damit alles, ich auch alles abheften kann. Ja, das ist schon, wenn man dann sich wirklich an so das Konzept hält, dann will man auch wirklich, dass richtig. Es auch nur Sachen von BMW dann da dran das kommt. Stimmt, das stimmt. Dass dann nichts anderes nee. Dran kommt. Was ich auch noch sagen muss, die Embleme von den Felgen sind jetzt auch nicht original, weil eigentlich sind ja die BMW-Embleme drauf. Mhm. Die habe ich jetzt auch geändert. Ich bin schauen. Also so das Konzept von dem Auto finde ich richtig gut. Das, die Leisten, wollte die nochmal... Ja, da wollte ich, hätte ich gern matte, weil das Glänzende finde ich mittlerweile nicht mehr so schön da drauf. Hm. Ja, das ist dann wieder so Geschmackssache. Ja. Ich dachte jetzt hier vielleicht wegen den, weil es bei uns genauso ausschaut mit den... Hm. Das ist genau wie die Frontscheibe, da hätte ich gern eine mit einem Keil. Hm. Und das ist noch die erste, habe ich noch den kleinen Pflaster drauf, schon seit 2016 und es hält. Ja. Herrlich. Nö, aber so muss ich sagen, habt ihr euch echt ein richtig schönes Auto richtig gut gemacht. Dankeschön. Hier ist nichts mit Bastelei, hier ist wirklich ordentliche Arbeit gemacht worden. Dann würde ich mich bei dir bedanken, dass du da warst und dein Auto vorgestellt hast. Nicht zu danken. Jetzt gibt es noch ein kleines Filmchen zum Auto, also viel Spaß beim Schauen.